Hallo und herzlich willkommen zu meiner Videoreihe, in der ich euch Lerninhalte aus der Buchführung einfach und verständlich erklären werde. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass viele von euch Probleme haben, Buchungssätze zu bilden. Das liegt vor allem daran, dass viele von euch nicht so genau verstehen, was Geschäftsvorfälle eigentlich sind und was sie bedeuten. Und dann, warum man Geschäftsvorfälle in Buchungssätze umwandelt und warum dann der Buchungssatz genau so oder so lautet. In diesem Video wird zunächst einmal darum gehen, euch die Buchungsprozesse, die in der Finanzbuchhaltung ablaufen, genauer zu erklären. Dabei spielen Belege eine wichtige Rolle, denn Belege sind die Grundlage für die Bildung der Buchungssätze. Sie dokumentieren also die Geschäftsvorfälle. In einem der nächsten Videos werde ich euch dann zeigen, wie man aufgrund dieser Belege bzw. Geschäftsvorfälle Buchungssätze bildet. Schaut euch dieses Video aber trotzdem erst einmal an, damit ihr einen Durchblick bekommt, wie das Ganze in der Finanzbuchhaltung abläuft. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Belege spielen im Rechnungswesen von Unternehmen eine wichtige Rolle. Um dies nachvollziehen zu können, müsst ihr zunächst einmal verstehen, dass Belege wirtschaftliche Prozesse abbilden. Das hört sich jetzt ein wenig abstrakt an, daher erkläre ich es euch mal am Beispiel des Bezugs von Gegenständen von Lieferanten. Nehmen wir dazu einmal an, unser Unternehmen benötigt Gegenstände, die von Lieferanten eingekauft werden. Zuständig für den Einkauf in unserem Unternehmen ist die Einkaufsabteilung. Sie nimmt mit dem Lieferanten Kontakt auf und bekommt von ihm ein Angebot. Da dieses Angebot im Einkauf eingeht, handelt es sich um einen Beleg. Nun merkt ihr bereits, dass solche Belege in schriftlicher Form, aber auch digital vorliegen können. Hat die Einkaufsabteilung sich zum Kauf entschieden, wird sie im Gegenzug eine Bestellung an den Lieferanten abgeben. Auch in diesem Fall kann die Bestellung sowohl in Papierform als auch in digitaler Form vorliegen. Durch das Angebot und die Bestellung wird mit dem Lieferanten ein Kaufvertrag abgeschlossen. In der Praxis ist es nun so, dass die Einkaufsabteilung eine andere Abteilung informieren muss, in unserem Beispiel das Eingangslager. Wenn der Lieferant wie vereinbart den bestellten Gegenstand liefert, wird er im Eingangslager ankommen. Dies bedeutet, dass das Eingangslager über die Bestellung informiert werden muss. Das Eingangslager erhält also eine Kopie unserer Bestellung. Liefert nun der Lieferant den gekauften Gegenstand, wird er diesem einen Lieferschein beilegen. Im Eingangslager wird dann eine Kontrolle der Lieferung stattfinden. Auf der Grundlage der Bestellung kann zum Beispiel der Inhalt des Lieferscheins kontrolliert werden. Ist bei der Lieferung alles in Ordnung, wird das Eingangslager zunächst eine Zwischenlagerung vornehmen. Ihr erkennt nun also, dass in unserem Unternehmen bereits drei wichtige Belege vorliegen. Im nächsten Schritt wird der Lieferant nun eine Rechnung für die erfolgte Lieferung stellen. Diese Rechnung wird dann an eine spezielle Abteilung, nämlich die Finanzbuchhaltung, weitergeleitet. Zum ersten Arbeitsschritt der Finanzbuchhaltung gehört es jetzt, eine Rechnungsprüfung durchzuführen. Im Rahmen dieser Rechnungsprüfung muss kontrolliert werden, ob alles, was in der Rechnung steht, auch wirklich richtig ist. Über das Eingangslager hat die Finanzbuchhaltung den Lieferschein und die Bestellung der Kopie erhalten. In der Finanzbuchhaltung kann nun also kontrolliert werden, ob der Lieferant auch wirklich alles richtig in Rechnung gestellt hat. Da die vorliegende Rechnung des Lieferanten der Finanzbuchhaltung von außen zugeht, nennt man die Rechnung auch eine Eingangsrechnung. Diesen Begriff, also Eingangsrechnung, müsst ihr euch unbedingt merken, da später noch Ausgangsrechnungen eine wichtige Rolle spielen werden. Und natürlich kann man diese beiden recht leicht vertauschen. Wurde in der Finanzbuchhaltung festgestellt, dass die Rechnung einwandfrei ist, kann diese zur Zahlung angewiesen werden. Ein weiterer Aufgabenbereich der Finanzbuchhaltung ist also die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Dies bedeutet für uns, dass die Rechnung an den Lieferanten fristgerecht beglichen wird. Über diesen Zahlungsvorgang erhält die Finanzbuchhaltung dann von der Bank einen entsprechenden Beleg, nämlich einen Kontoauszug. Aus diesem kann dann in der Finanzbuchhaltung ersehen werden, dass die Rechnung beglichen wurde. Im dritten Schritt muss die Finanzbuchhaltung nun den gesamten Ablauf, also den Zugang des Gegenstandes in unserem Unternehmen, buchhalterisch erfassen. Man nennt dies auch Buchen. Aufgabe der Finanzbuchhaltung ist es also zum einen, den wertmäßigen Zugang des Gegenstandes buchhalterisch zu erfassen. Hierzu nutzt die Finanzbuchhaltung die Eingangsrechnung. Bis zur endgültigen Bezahlung wird die Eingangsrechnung in der Finanzbuchhaltung abgelegt. Innerhalb der vom Lieferanten gewährten Zahlungsfrist wird dann entschieden, wann die Rechnung zu zahlen ist. Über diesen Zahlungsvorgang liegt in der Finanzbuchhaltung dann der Kontoauszug vor. Auch diese Zahlung wird mit Hilfe eines Buchungssatzes in der Finanzbuchhaltung buchhalterisch erfasst. Ihr erkennt also aus dem Beispiel, dass insgesamt fünf Belege beim Bezug des Gegenstandes eine Rolle in unserem Unternehmen spielen. In der Finanzbuchhaltung dienen aber lediglich die Eingangsrechnung und der Kontoauszug als Buchungsbelege. Auch dies solltet ihr euch unbedingt merken, denn ihr erkennt, dass nicht alle Belege im Unternehmen Buchungsbelege sind. Abhängig davon, welcher Gegenstand nun konkret vom Lieferanten bezogen wurde, setzt sich der Prozess in unserem Unternehmen noch ein wenig weiter fort. Hierzu muss man nun wissen, ob es sich bei dem bezogenen Gegenstand um ein Geh- oder Verbrauchsgut handelt. Wurden in unserem Beispiel zum Beispiel Werkstoffe geliefert, wisst ihr ja, dass diese in der Produktion verbraucht werden.
Bei Werkstoffen handelt es sich um Gegenstände, die im Lager gelagert und dann in der Produktion verbraucht werden. Auch über diese Lagerentnahme muss nun ein Beleg erstellt werden. Diesen Beleg nennt man Materialentnahmeschein. Auch dieser Materialentnahmeschein wird dann über das Lager an die Finanzbuchhaltung weitergeleitet und in der Finanzbuchhaltung buchhalterisch erfasst. Auch beim Materialentnahmeschein handelt es sich also um einen Buchungsbeleg. Handelt es sich bei dem beschafften Gegenstand jedoch um ein Gebrauchsgut, muss dieses an die entsprechende Abteilung weitergeleitet werden. Nehmen wir in diesem Beispiel einfach mal an, es wurde ein PC vom Lieferanten bezogen, der in der Personalabteilung benötigt wird. Da es sich bei dem Computer ja nicht um Verbrauchsmaterial, sondern um ein Gebrauchsgut handelt, wird darüber kein Materialentnahmeschein erstellt. Die Finanzbuchhaltung muss den Zugang der Gebrauchsgüter jedoch in einer sogenannten Anlagendatei erfassen. Diejenigen von euch, die sich schon ein bisschen besser mit der Finanzbuchhaltung auskennen, wissen ja, dass in einer solchen Anlagendatei zum Beispiel die Abschreibung über die Nutzungsdauer in der Finanzbuchhaltung erfasst wird. Aus unserem Beispiel könnt ihr nun also erkennen, dass es sich bei der Eingangsrechnung, beim Kontoauszug, beim Materialentnahmeschein und bei der Anlagendatei um Buchungsbelege handelt. Die Beispiele haben euch nun gezeigt, dass Belege von Unternehmen selbst erstellt oder von anderen Stellen dem Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Man unterscheidet daher zwischen natürlichen und künstlichen Belegen. Natürliche Belege ergeben sich quasi aus der Natur der Sache selbst. Oder anders ausgedrückt, diese Belege entstehen durch den Geschäftsablauf selbst. Bei diesen natürlichen Belegen unterscheidet man dann zwischen internen und externen Belegen. Bei den internen Belegen handelt es sich um solche, die vom Unternehmen selbst erstellt werden. Typische Beispiele sind dann die Ausgangsrechnung. Diese wird dem Unternehmen erstellt und dem Kunden übergeben. In der Finanzbuchhaltung liegt also eine Kopie dieser Ausgangsrechnung vor. Ein weiteres Beispiel ist die Quittung bzw. der Kassenbon. Diese Belege werden im Unternehmen bei Barzahlung durch den Kunden erstellt. Wie bei der Ausgangsrechnung erhält der Kunde das Original und unser Unternehmen behält eine Kopie davon. Ein weiterer interner Beleg ist der Material- bzw. Warenentnahmeschein. An welcher Stelle im Geschäftsablauf ein Entnahmeschein eine Rolle spielt, habt ihr ja eben an unserem Beispiel bereits gesehen. Und dann spielen zum Beispiel noch Gutschriftsanzeigen eine wichtige Rolle. Diese werden dem Unternehmen dann erstellt, wenn beim Verkauf an den Kunden etwas nicht ganz richtig gelaufen ist. Der Kunde erhält zum Beispiel aufgrund einer mangelhaften Lieferung einen Preisnachlass. Über diesen Preisnachlass wird er in der Gutschriftsanzeige informiert. In unserer Finanzbuchhaltung liegt dann eine entsprechende Kopie vor. Und dann spielen in der Finanzbuchhaltung unseres Unternehmens zum Beispiel noch Entgeltabrechnungen eine Rolle. Wie ihr aus dem Begriff sicher bereits ableiten könnt, handelt es sich dabei um die Lohn- und Gehaltsabrechnung der Mitarbeiter. Und auch diese müssen in der Buchhaltung buchhalterisch erfasst werden. Wenden wir uns nun den externen Belegen zu. Hierbei handelt es sich um alle Belege, die dem Unternehmen von außen zur Verfügung gestellt werden. Ein typisches Beispiel ist dann die Eingangsrechnung. Wie ihr schon in unserem Ausgangsbeispiel gesehen habt, spielt die Eingangsrechnung zum Beispiel beim Kauf von Gegenständen eine wichtige Rolle. Findet der Kauf dieser Gegenstände bar statt, liegt in der Finanzbuchhaltung eine Quittung bzw. ein Kassenbon des Verkäufers vor. Und so wie auch wir für unsere Kunden Gutschriftsanzeigen erstellen, kann es in der Praxis vorkommen, dass wir vom Lieferanten eine Gutschriftsanzeige erhalten. Wenn ihr euch diese Beispiele anschaut, könnt ihr bestimmt erkennen, warum es sich in allen Fällen um natürliche Belege handelt. In der Finanzbuchhaltung spielen neben diesen natürlichen Belegen dann auch noch künstliche Belege eine Rolle. Diese müssen vom Unternehmen speziell erstellt werden. Sie ergeben sich also nicht automatisch aus dem Geschäftsablauf selbst. Sicher können sich die Buchführungsneulinge unter euch darunter nichts genau vorstellen. Ich mache euch das daher mal an ein paar Beispielen deutlich. Nehmt einmal an, der Inhaber des Unternehmens entnimmt Bargeld aus seiner eigenen Kasse. Über diesen Vorgang wird normalerweise kein natürlicher Beleg erstellt. Dennoch muss die Finanzbuchhaltung natürlich über eine solche Privatentnahme informiert werden. Für die Geldentnahme, aber auch für die Entnahme zum Beispiel von Waren aus dem Lager, muss der Unternehmensinhaber dann einen Entnahmebeleg erstellen. Ein weiteres Beispiel für einen künstlichen Beleg habt ihr bereits in unserem Ausgangsbeispiel kennengelernt, nämlich die Anlagendatei. Auch bei diesem Beleg handelt es sich um keinen natürlichen Beleg, denn er wird ja speziell für den Zugang von Anlagevermögensgegenständen in der Finanzbuchhaltung erstellt. Und aus den vorhergehenden Videos dieser Videoreihe kennt ihr bereits den Begriff Inventur schon. Auch über die Ergebnisse der Inventur müssen entsprechende Belege, also zum Beispiel Inventurlisten, erstellt werden. Diese dienen in der Finanzbuchhaltung zum Beispiel zur Aufdeckung von Soll-Ist-Abweichungen. Auch das habe ich euch in einem anderen Video bereits erklärt. Und sicher könnt ihr euch vorstellen, dass in der Finanzbuchhaltung auch schon mal ein Fehler unterlaufen kann. In diesem Fall werden dann in der Finanzbuchhaltung sogenannte Storno-Belege erstellt. Storno ist in der Finanzbuchhaltung ein anderes Wort für Korrektur. Wurde in der Finanzbuchhaltung zum Beispiel ein Buchungssatz falsch erstellt, muss eine Korrekturbuchung, also eine Storno-Buchung, erfolgen.
Damit man dies im Nachhinein nachvollziehen kann, muss ein entsprechender Stornobeleg erstellt werden. So, nun habt ihr also einen Überblick über die wichtigsten Belege der Finanzbuchhaltung. Kenner der Finanzbuchhaltung wissen bereits, dass Belege die Grundlage für die Erfassung von Geschäftsvorfällen, also von Wertveränderungen sind. Diese Belege dokumentieren also nichts anderes als Wertveränderungen, die im Unternehmen auftreten. Nun müsst ihr euch bitte merken, dass in der Finanzbuchhaltung keine wertmäßige Erfassung stattfinden kann, wenn nicht ein entsprechender Beleg in der Finanzbuchhaltung vorliegt. Buchhalter haben hierfür die wichtige Regel: keine Buchung ohne Beleg. Da ihr ja wahrscheinlich noch nicht alle wisst, was man unter Buchung nun genau versteht, müsst ihr euch nur merken, dass gemäß dieser Regel in der Finanzbuchhaltung keine Wertveränderung erfasst werden kann, wenn nicht ein entsprechender Beleg vorliegt. Und wie immer gilt, keine Regel ohne Ausnahme. Denn tatsächlich kann es in der Buchhaltung schon einmal vorkommen, dass Geschäftsvorfälle erfasst werden müssen, für die kein Beleg vorliegt. In diesem Fall darf das Unternehmen sogenannte Ersatzbelege, die auch Notbelege genannt werden, erstellen. Hierbei darf es sich aber nur um zum Beispiel gegenüber dem Finanzamt begründbare Ausnahmen handeln. Ihr habt nun also gesehen, dass Belege in der Finanzbuchhaltung eine sehr wichtige Rolle spielen. Diese Belege dokumentieren Geschäftsvorfälle, also Wertveränderungen. Im nächsten Schritt zeige ich euch nun, wie die systematische Erfassung von Belegen in der Finanzbuchhaltung abläuft. Zunächst einmal gehen die Belege im Unternehmen ein oder werden vom Unternehmen selbst erstellt. Im nächsten Schritt muss der Inhalt der Belege dann in der Finanzbuchhaltung auf seine Richtigkeit hin geprüft werden. Dann wird jeder Beleg mit einer einmalig zu vergebenden Nummer versehen. Diese Nummer ermöglicht es zum Beispiel, später den Beleg wiederzufinden. Im nächsten Schritt werden die Belege in der Finanzbuchhaltung vorkontiert. Das heißt, jedem Beleg wird ein entsprechender Buchungssatz zugeordnet. Die meisten von euch wissen ja an dieser Stelle noch nicht genau, was ein Buchungssatz ist. Für dieses Video reicht es also aus, wenn ihr zunächst einmal erkennt, was man unter einer Vorkontierung versteht. Mithilfe des Buchungssatzes werden nämlich die Wertveränderungen bei den einzelnen Beständen in der Bilanz erfasst. Wie ihr in den nächsten Videos nämlich erkennen werdet, verändert jeder Geschäftsfall mindestens zwei Bestände in der Bilanz. Dies nennt man dann auch doppelte Buchführung. Wurde der Geschäftsvorfall dann in der Finanzbuchhaltung gebucht, kann der Beleg abgelegt werden. Hierfür existieren in der Praxis unterschiedliche Ablagemöglichkeiten. So kann man zum Beispiel Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen getrennt ablegen. Dabei müsst ihr auch noch beachten, dass Belege unterschiedlich lange im Unternehmen aufbewahrt werden müssen. Zu den gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen habe ich euch aber ein gesondertes Video erstellt. Als nächstes werde ich euch zeigen, welche Belege eigentlich welche Geschäftsvorfälle dokumentieren. Hierzu ist es notwendig, dass ihr den Aufbau und die einzelnen Bestände auf der Aktiv- und der Passivseite der Bilanz bereits kennt. Aber das habe ich euch ja bereits in den vorherigen Videos dieser Videoreihe ausführlich erklärt. Als ersten Beleg schauen wir uns die Quittung bzw. den Kassenbon genauer an. Beide Belege dokumentieren Veränderungen beim Bargeld, also in der Kasse des Unternehmens. Ihr müsst nun darauf achten, welche Art von Quittung bzw. Kassenbon euch in der Finanzbuchhaltung vorliegt. An den beiden Beispielen könnt ihr erkennen, dass unser Unternehmen diese Quittung erhalten haben. Dies bedeutet dann im Umkehrschluss, dass unser Unternehmen Bargeld für die erhaltene Leistung bezahlt hat. Den Unterschied zwischen einer Quittung und einem Kassenbon habe ich euch in einem gesonderten Video bereits erklärt. Aus der vorliegenden Quittung kann man nun entnehmen, dass unser Unternehmen einen Bürotisch für 2000 Euro gekauft hat. In der Finanzbuchhaltung wird diese Quittung also in folgender Form erfasst. Zunächst einmal dokumentiert die Quittung den Zugang des Bürotisches in der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Hier haben wir also eine Mehrung in Höhe von 2000 Euro vorliegen. Gleichzeitig vermindert sich der Bargeldbestand in der Kasse um 2000 Euro. Diese Quittung belegt also den Geschäftsfall Kauf eines Gegenstandes, der die Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöht, und gleichzeitig eine Bargeldauszahlung, also eine Verringerung des Kassenbestandes. Auch im nächsten Fall liegt unserem Unternehmen eine Quittung vor. Wie ich euch bereits eben angedeutet hatte, müsst ihr nun darauf achten, dass in der Finanzbuchhaltung eine Kopie der Quittung vorliegt. Dies bedeutet also, dass wir die Originalquittung dem Kunden gegeben haben. Aus der Quittung kann man also entnehmen, dass der Kunde Ware für 2000 Euro gekauft hat und diese bar bezahlte. In unserer Finanzbuchhaltung wird die Quittung also zum einen als Erhöhung des Bargeldbestandes erfasst. Wir haben das Geld erhalten, weil wir Ware verkauft haben. Beim Verkauf der Ware handelt es sich um eine sogenannte Leistungsabgabe, also einen Ertrag. Auch das habe ich euch bereits in einem anderen Video ausführlich erklärt. Nun müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht in die Falle hineintappt. Viele von euch denken nämlich nun, dass im Gegenzug der Warenbestand wertmäßig abnimmt. Dies ist zwar nicht ganz falsch, die Leistungsabgabe führt aber zu einem Ertrag, also zu einer Eigenkapitalmehrung. Die vorliegende Quittung belegt also einen Umsatzerlös, bei dem der Kunde eine Barzahlung tätigte. Der Umsatzerlös, also die Leistungsabgabe bzw. der Ertrag, führen zu einer Eigenkapitalmehrung und die Barzahlung des Kunden zu einer Erhöhung des Kassenbestandes.
Dass es bei diesem Verkauf auch zu einer Verringerung des Warenbestandes kam, wird in der Finanzbuchhaltung auf andere Weise erfasst. Wenn ihr genaueres dazu wissen möchtet, dann schaut euch bitte das Video zu den Buchungssätzen im Zusammenhang mit dem Warenhandel an. Als nächstes liegt in der Finanzbuchhaltung eine Rechnung vor. Auch bei Rechnungen müsst ihr darauf achten, ob diese Rechnung dem Unternehmen zugegangen ist oder ob diese Rechnung an Kunden abgegeben wurde. Aus unserem Eingangsbeispiel wisst ihr ja bereits, dass hier eine Eingangsrechnung vorliegt. Wir haben also beim Lieferanten einen Bürotisch für 2000 Euro gekauft. Im Gegensatz zum Kassenbon und zur Quittung dokumentiert die Rechnung jedoch, dass wir beim Lieferanten ein Zahlungsziel erhalten haben. Wir haben die Rechnung also noch nicht bezahlt. Die Eingangsrechnung wird in der Finanzbuchhaltung dann in folgender Weise erfasst. Der Kauf des Bürotisches erhöht die Betriebs- und Geschäftsausstattung wertmäßig. Und gleichzeitig entstehen gegenüber den Lieferanten eine Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Diese Verbindlichkeit bleibt in der Finanzbuchhaltung so lange bestehen, bis unser Unternehmen die Schulden beim Lieferanten durch Bezahlung begleicht. An dieser Stelle möchte ich euch darauf hinweisen, dass alle Belege in der Finanzbuchhaltung im Grunde genommen gleich erfasst werden. In unserem Beispiel wurde ja ein Bürotisch angeschafft, der die Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöht. In einer anderen Rechnung könnten wir dann zum Beispiel Ware gekauft haben. In diesem Fall würde dann nicht die Betriebs- und Geschäftsausstattung wertmäßig erhöht, sondern der Warenbestand. Eine kleine Besonderheit stellen dann Eingangsrechnungen von Dienstleistern dar. Im Gegensatz zu den Eingangsrechnungen von Lieferanten dokumentiert diese Rechnung ja den Empfang einer Dienstleistung. In der Finanzbuchhaltung führt die Eingangsrechnung also nicht dazu, dass sich das Vermögen des Unternehmens erhöht. Wie bei der Rechnung des Lieferanten wird aber auch hier ein Zahlungsziel durch den Dienstleister gewährt, sodass sich die Verbindlichkeiten wertmäßig erhöhen. Da wir eine Leistung vom Dienstleister erhalten haben, liegt ein Leistungseinsatz, also ein Aufwand, vor. Aufwendungen führen dazu, dass sich das Eigenkapital im Unternehmen verringert. Ihr habt hier also eine schöne, komplette Übersicht über alle Auswirkungen, die Eingangsrechnungen in der Finanzbuchhaltung haben können. Im nächsten Schritt schauen wir uns nun eine Ausgangsrechnung an. In unserem Beispiel belegt diese Ausgangsrechnung den Verkauf von Fertigerzeugnissen an Kunden für 2000 Euro. Da die Originalrechnung an den Kunden übergeben wurde, liegt in der Finanzbuchhaltung eine Kopie vor. Dieser Beleg muss nun wie folgt in der Finanzbuchhaltung erfasst werden. Zunächst einmal erhält nun der Kunde ein Zahlungsziel. Das heißt, wir haben ihm zwar Fertigerzeugnisse verkauft, die Rechnung hat er allerdings noch nicht beglichen. In diesem Fall steigen in unserem Unternehmen die Forderungen aus Lieferung und Leistung. Bitte denkt daran, Forderungen stellen ja Geld dar, was wir von Kunden in Zukunft erhalten werden. Und nun müsst ihr wie im Fall des Verkaufs der Ware, den wir eben bereits hatten, auf eine Falle achten. Viele von euch würden jetzt im Gegenzug den Bestand bei den Fertigerzeugnissen wertmäßig verringern. Schließlich haben wir ja Fertigerzeugnisse an den Kunden verkauft. Wie beim Warenverkauf ist es aber auch hier so, dass aus Sicht unseres Unternehmens eine Leistungsabgabe, also ein Ertrag, vorliegt. Und derartige Leistungsabgaben bzw. Erträge erhöhen das Eigenkapital. Viele von euch machen bei diesem Geschäftsvorfall bzw. diesem Beleg daher einen Fehler. Natürlich ist es nicht grundsätzlich falsch, dass sich beim Verkauf von Fertigerzeugnissen der Bestand an Fertigerzeugnissen verringert. Nun müsst ihr aber darauf achten, dass es sich bei den Fertigerzeugnissen, die im Vorratsvermögen der Bilanz geführt werden, um Fertigerzeugnisse im Lager unseres Unternehmens handelt. Diese werden dann mit den sogenannten Herstellkosten bewertet. Aus der Rechnung kann man aber entnehmen, dass ja hier ein Verkauf an den Kunden vorliegt. Und natürlich erfolgt der Verkauf dann zum Verkaufspreis. Nun könnt ihr euch sicher vorstellen, dass der Verkaufspreis nur in ganz seltenen Fällen mit den Herstellkosten übereinstimmt. In der Regel wird ein Unternehmen natürlich versuchen, einen Verkaufspreis bei den Kunden zu realisieren, der über den Herstellkosten liegt. Schließlich möchte man die Fertigerzeugnisse mit Gewinn verkaufen. Und genau dies ist dann auch der Grund, warum man den Verkauf der Fertigerzeugnisse nicht als Bestandsminderung bei den Fertigerzeugnissen erfasst, sondern als Eigenkapitalmehrung. Wenn ihr euch für die Buchungssätze interessiert, die bei der Herstellung und dem Verkauf von Fertigerzeugnissen anfallen, dann schaut euch das entsprechende Video in meinem Kanal dazu an. Einen weiteren wichtigen Beleg in der Finanzbuchhaltung stellt der Kontoauszug dar. Auch den kennt ihr ja bereits aus unserem Ausgangsbeispiel. Auch beim Kontoauszug müsst ihr wieder genau hinschauen, ob diese eine Werterhöhung, also eine Gutschrift, oder eine Belastung, also eine Geldauszahlung, dokumentiert. In unserem Beispiel zeigt der Kontoauszug, dass ein Kunde eine Rechnung beglichen hat. Schließlich erfolgt eine Gutschrift auf unserem Bankkonto. In der Finanzbuchhaltung wird diese Gutschrift dann also folgendermaßen erfasst. Natürlich erhöht sich der Bestand auf dem Bankkonto wertmäßig. Gleichzeitig verringert sich die Forderung gegenüber dem Kunden. Bitte bedenkt, dass wir bei der Erfassung der Ausgangsrechnung an den Kunden ja gleichzeitig eine Forderungserhöhung erfasst hatten. Begleicht nun der Kunde diese offene Rechnung, führt dies also zu einer Verringerung der Forderung ihm gegenüber. In unserem zweiten Beispiel zum Kontoauszug weist dieser eine Lastschrift aus. Wir haben also eine offene Rechnung des Lieferanten beglichen.
und in der Finanzbuchhaltung wird dies dann folgendermaßen erfasst. Zum einen verringert sich der Wertbestand auf dem Bankkonto. Dies ist klar, denn wir haben ja die Rechnung an den Lieferanten bezahlt. Parallel dazu verringern sich die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Ihr habt ja gesehen, dass man beim Erhalt einer Eingangsrechnung zunächst die Verbindlichkeiten gegenüber dem Lieferanten während des Zahlungsziels erhöht. Da nun die Rechnung bezahlt wird, verringern sich die Verbindlichkeiten gegenüber dem Lieferanten entsprechend. Und am Ende dieses Videos weise ich euch noch auf eine Besonderheit hin. In unserem dritten Beispiel zum Kontoauszug weist dieser wiederum eine Gutschrift aus. Aus dem Kontoauszug kann man entnehmen, dass die Bank uns Zinsen gutschreibt. In unserer Finanzbuchhaltung erfassen wir das Ganze also wieder als Werterhöhung beim Bestand Bank. Die Zinsgutschrift bedeutet ja nun nichts anderes, als dass wir bei der Bank Geld angelegt hatten. Für dieses Guthaben schreibt uns die Bank nun die Zinsen gut. Auch dies stellt aus Sicht unseres Unternehmens eine Leistungsabgabe, also einen Ertrag dar. Und wie ihr ja bereits eben erkannt habt, führen solche Leistungsabgaben bzw. Erträge zu einer Eigenkapitalerhöhung. Damit ihr seht, wie einfach das ist, zeige ich euch nur noch ein letztes Beispiel. Unser vierter Kontoauszug dokumentiert eine Lastschrift zum Beispiel der Stadtwerke. Wir haben von diesen Energie erhalten und nun wird der entsprechende Wert vom Bankkonto abgebucht. In der Praxis ist das so, dass die Stadtwerke uns natürlich eine Rechnung dazu stellen. Wir haben allerdings mit dem Dienstleister vereinbart, dass er seine Forderung per Lastschrift von unserem Konto einziehen kann. Diese Lastschrift auf dem Kontoauszug wird in der Finanzbuchhaltung dann also wie folgt erfasst. Zum einen liegt eine Wertminderung beim Bankbestand vor. Und da der Energieverbrauch einen Leistungseinsatz bzw. einen Aufwand darstellt, wird gleichzeitig eine Wertverringerung des Eigenkapitals erfasst. Ich habe euch hier nur noch eine kleine Übersicht zu allen wichtigen Belegen in der Finanzbuchhaltung erstellt. Die Beispiele dazu habt ihr in diesem Video gesehen. Auch wenn sich das Ganze jetzt zunächst ein bisschen kompliziert anhört, so erkennt ihr ja vielleicht die Logik, die dahinter steckt. Diese Logik würde euch nämlich sehr viel helfen, um die Lerninhalte in den nächsten Videos besser zu verstehen. So, bis hierhin habt ihr es jetzt erstmal geschafft. Ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid, was Geschäftsvorfälle sind und welche Bedeutung Belege haben. Das Ganze möchtet ihr vielleicht noch ein bisschen einüben, dann meldet euch einfach bei mir, dann bekommt ihr entsprechendes Übungsmaterial zur Verfügung gestellt. Mich interessiert natürlich nun, ob euch das Video wirklich geholfen hat. Hinterlasst mir doch einfach mal einen Kommentar in der Kommentarzeile. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, dann abonniert meinen Kanal und wenn ihr darüber informiert werden möchtet, dass es neue Videos von mir gibt, dann drückt doch einfach die Glocke. Dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, Freunde. Tschüss.